Hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Seehausen. Eine Geschichte aus der Landwirtschaft. Wir sind in unserem Roleplay-Projekt hier wieder unterwegs und ja, ich habe gerade hier die zweite Fuhre Silage vom Wurzelhuber in die BGA gekippt und jetzt rennen wir mal rüber Richtung den Traktor mit der Sämaschine hier oben und dann werden wir mal ein bisschen ansehen und mal gucken, was heute so passiert. Da steht er. Genau, Tabak ist drin, Maschine an, Gas geben. Dann machen wir erstmal hier so ein bisschen Vorgewende und dann wird GPS eingestellt und dann wird GPS gesät. Ja, dann werde ich nachher einen kleinen Ausflug noch machen. Und zwar hat uns ja in der letzten Episode der gute Herr Holzknecht ein bisschen erpresst. Und ich werde mal ein bisschen Nachforschungen machen. Ich habe da einen Tipp bekommen. Dazu aber später mehr. Erstmal sind wir hier unterwegs und arbeiten mal ein bisschen. Zweites Vorgewende. Ui. Gucken wir dann einfach mal, wie weit wir hier mitkommen mit dem ganzen Ansehen. Und gucken, was sonst noch passieren wird heute hier. Ob wir noch einen Auftrag bekommen oder was auch immer. Kann ja vieles passieren hier. So, wie sieht das aus? Ja. Ah, gut, ein bisschen weiter rüber. Ja. Gut. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, der Holländer, guten Tag. Grüß Gott, Herr Holländer. Holländer, wie sind die Kaltpreise derzeitig bei Ihnen? Kalk 300 für 1000 Liter. Okay, 300 für 1000 Liter. Ich bräuchte nämlich, wenn ich hier mit dem Feld 22 fertig bin, ein bisschen was an Kalk. Also ich denke mal zwei Dinger Wagen voll. Kein Problem, habe ich in großer Menge hier. Okay, vorbeibringen tun Sie das auch? Nee, ne? Nee, kann ich im Moment nicht. Ich bin im Moment allein und ich habe genug hier zu tun bei mir. Okay, gut, nee, dann weiß ich Bescheid. Dann melde ich mich, sobald ich fertig bin. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Jo, bis ciao, später. Ciao. Tschüss. So, dann haben...
Heute tut er wieder so freundlich. Das gefällt mir gar nicht. Aber wir werden den noch eins auswischen hier. Der wird noch sein blaues Wunder erleben. Davon kann man ausgehen. So, wir machen jetzt mal GPS. Haben wir hier eigentlich einen Ost-West-Kurs? Haben wir? Ja. So, kommt dann einfach mal hier auf den GPS-Kurs und los geht's. Jo, der Holländer, guten Abend. Guten Tag, hier ist der Semmelreiter. Hallo, was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte mal nachfragen, den Rübenroder sollten wir jetzt bestellen oder war da noch irgendwas in Klärung? Nein, ich hatte das mit Ihrem Kollegen abgesprochen, dass wir den ja ein bisschen günstiger bekommen und Genau, Sie das weiß den ich. praktisch einmal vorführen, eine Füllung praktisch voll machen auf dem Feld, was war das? 37 von Ja, mir. irgendwo. Sozusagen Gut, ja, als Vorführung. dann würde ich den gleich mal bestellen, dass der auf jeden Fall dann morgen, hoffe ich, ankommt. Ja, gut. Das würde ich dann eben machen. Jo, das Aber dann passt. wissen Sie einmal Bescheid, dann mache ich mich da gleich dran auf jeden Fall. Und ja, ich Das wollte ist das eben einmal wunderbar. abgeklärt noch haben, weil ich nicht mehr genau wusste, was jetzt Sache war. Jo, kein Problem. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Jo, dann bis Tschüss. morgen. Tschüss. So, dann läuft das auch. Perfekt. So muss das sein. Dann gucken wir mal, dass wir das Ding hier, ja, fertig werden wir nicht heute, weil wir müssen spätestens in, naja, halben Stunde hier werden wir uns vom Acker machen sozusagen. Aber ich warte da noch auf eine E-Mail, die wichtig ist für das Vorhaben. Zum Glück hat der moderne Landwirt ja sein Laptop mit auf dem Traktor. Also wenn es da was geben sollte, ja, kriegen wir das ja alles mit. Na, staubt doch gar nicht so. Zurück, 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 zurück. Sie haben Post. Ah, die E-Mail ist da. So, dann gucken wir mal ganz kurz.
Ja, sehr geehrte deine Holländer, die von Ihnen angeforderten Akten können Sie jederzeit im Amtsgericht in Porta Westfalica einsehen. Wir haben da alles zusammengestellt. Parken Sie am besten beim Polizeirevier und gucken Sie, dass Sie möglichst nicht gesehen werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Informant. Jo, das hört sich doch sehr gut an. Dann werden wir da nachher gleich rüber düsen. Es ist eh 18 Uhr, das passt ganz gut. Und ja, dann gucken wir mal, was wir da finden werden. Ja, es ist gut, wenn man dann doch den ein oder anderen Informanten hat. Oh, nicht zu schlingeln. So, müssen wir mal wieder zurück in unseren Sprachkanal. So, ja, dann gucken wir mal. Das ist gut, dann wird es eh Nacht, bis wir da in Porta Westfalica sind. Und dann, ja, dann gucken wir. SMS an Semmelreiter. Ja, klappt. Okay. So, dann weiter hier. Tabak, den brauchen wir ja für unsere Pflanzenschutzproduktion. Da müssen wir eben immer gut bevorratet sein. Was die da wieder haben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Ja, da müssen wir dann zur Not morgen weiter ansehen. Beziehungsweise morgen haben wir dann, denke ich mal, erstmal die Aussprache mit dem Holzknecht. So, aber ich würde sagen, nach der Bahn werden wir uns erstmal verziehen Richtung Auto. Ja, da kümmern wir uns auch noch drum. Wird morgen erledigt. Wir haben andere Sachen zu tun.
steigen wir schon mal ein, aber wir müssen jetzt erstmal eine SMS schreiben. SMS an alle. Der Landhandel ist heute geschlossen wegen eines Geschäftstermins in Porta Westfalica. Und dann fahren wir mal Richtung Porta Westfalica und werden uns jetzt aber erstmal aus dem Funk verziehen, damit wir nicht mehr erreichbar sind. Auf geht's nach Porta Westfalica. So, nach langer Fahrt sind wir hier in Porta Westfalica eingetroffen. So, jetzt müssen wir nur schnell noch zum Amtsgericht und dann gucken wir uns mal, was unser Informant da an Unterlagen hinterlassen hat. So, er hat mir hier geschrieben, wir müssen hier durchfahren. Und irgendwann geht es dann rechts ab. Ja, gucken wir mal. Wir müssen hier noch ein Stückchen weiterfahren. Ja, es wird langsam dunkel. Es ist Abend. So, dann, ja, komm. Den überholen wir mal ganz schnell. Wir haben es eilig hier. So, vielleicht nicht ganz so schnell. Wie war das? Irgendwo hier müsste es dann rechts reingehen, glaube ich. Ja, genau. Hier, wo es zum Bauernmarkt geht, hat er gesagt. Und dann sollen wir Richtung Polizeiwache. Ah ja, da ist die Polizeiwache. Da dran vorbei und da sollte dann hier, glaube ich, das Amtsgericht sein. Gucken wir mal, ob wir das finden. Nee, gut, hier war es nicht. Ja gut, er hat auch gesagt, wir sollen an der Polizeiwache stehen bleiben und dann laufen, glaube ich, hat er doch gesagt. Ja gut, dann lass uns mal das Auto, ups, hier hinstellen, oder war das hier runter? Wir suchen mal. Ah, da ist es. Da müssen wir hin. Alles schon schön dunkel. Ja, müssen wir uns ein bisschen reinschleichen hier. Ist gut. Er hat die Tür offen gelassen. So, hier soll irgendwo ein Laptop sein und da gucken wir gleich mal. So, da müssen wir mal hier. So, was haben wir denn hier? Ah, hier ist wohl von der Überwachungsdrohne der Überfall bei der Aral-Tankstelle. Und da sieht man das Auto, mit dem der Holzknecht ja hier auch in Seehausen angekommen ist. Auf der Flucht vor der Polizei. So, und was haben wir hier? Noch ein Clip. Ja, Verkehrsüberwachungskamera. Und da ist wohl die Gefängnisflucht von ihm. Und ja, ich glaube, das reicht uns für unsere weiteren Vorgehen. Unterlagen oder die Informationen haben wir. Das heißt, wir können wieder abhauen hier. Dann also schnell zum Auto und ab geht's wieder nach Hause. Und morgen werden wir dem guten Herrn, nicht Wurzelhuber, dem Herrn Holzknecht, mal ordentlich auf den Zahn fühlen und dann gucken wir mal, ob er noch weiter uns irgendwie hier an den Karren pissen will oder ob wir
den in den Griff bekommen. Aber ich denke mal, mit den Infos, die wir jetzt hier haben, ist das alles kein Problem. So, dann auf geht's ab nach Hause. So, und damit ist auch diese Folge hier abgeschlossen. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dem Holzknecht dann mal ordentlich auf den Zahn fühlen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn euch das gefallen hat, gerne auch ein Like da lassen, Kommentare und so weiter und so fort. Also macht's gut und tschüss.